Ja, wir alle sind ausgebremst worden. Von 100 auf 0 hat sich unser Leben verändert. Alles das, was wir über Monate, Jahre, Jahrzehnte gewohnt waren, uns mit Freunden zu treffen, ins Kino zu gehen, im Sommer zum Schwimmen zu gehen, ein Eis gemeinsam zu essen, Fußball-Bundesliga zu schauen, alles das ist anders geworden. Und auch wir mussten uns hier darauf einstellen, dass wir nicht mehr die Chance haben, so eng miteinander zu kommunizieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das gilt übrigens auch für Sitzungen oder für die politischen Gremien hier bei uns im Kreis. Und deswegen schalten wir heute Videokonferenzen, wir arbeiten in Telefonkonferenzen miteinander oder politische Entscheidungen werden im sogenannten Umlaufverfahren getroffen. Das heißt, wir können vorher am Telefon miteinander beraten und anschließend gibt jeder seine Stimme auf schriftlichem Weg ab. So ist zumindest sichergestellt, dass wichtige Entscheidungen bei uns im Kreis auch in den nächsten Tagen, Wochen, ja vielleicht Monaten getroffen werden können und wir im Kreis Groß-Gerau handlungsfähig bleiben.